Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Top 5 Video. Heute zeige ich euch meine Top 5 Lieblingslichtschwerter. Und ich bedanke mich schon mal für die 1000 Abonnenten. Aber das Video dazu kommt erst am Donnerstag. Auf Platz 5 habe ich etwas Edles mal gewählt, nämlich das Lichtschwert von Mace Windu. Da gefällt mir besonders der Silber- und Goldüberzug. Und das sieht nicht so schlicht wie andere Lichtschwerter aus, da es auch viele Kanten und Ecken aufweist. Es gibt ja die sieben Lichtschwertkampfformen: Shisho, Makashi, Zorezu, Ataru, Shion, Niman und Wapat. Mace Windu benutzt davon seinen selbstentwickelten Stil, nämlich den siebten, das Wapat. Ahsokas Lichtschwert gefällt mir auch ganz gut. Das ist einfach und ergonomisch geformt. Und der Vorteil davon im Kampf ist, dass man, denke ich mal, nicht so leicht abrutscht. Damit man auf einer glatten Oberfläche mit zwei herausstechenden Enden mehr Halt hat. Außerdem hat es eine schöne smaragdgrüne Klinge, welche ich auch als schönste Farbe für ein Lichtschwert empfinde. Ahsoka bekommt auch später ein kleineres Lichtschwert, also ein Shoto, für ihre linke Hand, das so groß wie das von Yoda ist. Aber es gibt auch ganz lange Lichtschwerter, die bis zu 3 Meter lang werden. Ja, metaphorisch gesehen besitze ich mein Drittlieblingslichtschwert. Das hat vorne und in der Mitte ganz viele Rillen. Das ist fast komplett silbern. Da sind nur ein paar schwarze Rillen vorhanden. Und die Aktivierungsknöpfe sind nah beieinander angeordnet. Es hat auch die Besonderheit, dass es selbst unter Wasser angeht. Und dieses Future wurde auch bei der Schlacht der Mon Calamari in Star Wars: The Clone Wars genutzt. Auf Platz 2 befindet sich ein Lichtschwert von Star Wars: The Old Republic, das von einem Sith benutzt wurde, aber leider weiß ich nicht von wem genau. Dies wurde in Schwarz, Grau und Rot gehalten, was, wie ich finde, eine sehr gute Farbkombination ist. Na gut, unten ist es zwar noch nicht der Hammer, aber trotzdem sind oben viele Dreiecke angeordnet. Auch das, was zum Anschaltknopf geht, und das sieht schon ziemlich nice aus. Wenn die Energie durch eine Matrix geleitet und von den Kristallen gebündelt wird, fließt die Energie durch eine positiv aufgeladene Linse, bevor sie in die negativ geladene Flussblende zurück in die Energiezelle gebogen wird und somit der Energiestrahl entsteht, muss dies natürlich auch gut aussehen. Und deshalb habe ich auch dieses blaue Custom-Lichtschwert auf Platz 1 gewählt. Es hebt sich allein schon von der Klingenfarbe ab, weil es nicht dunkelblau ist wie die anderen, sondern etwas hellblauer. Und dann noch dieser, boah, mehr als außergewöhnlich geformter Griff mit diesen schillernden Blautönen auf dem Metall. Also das finde ich schon ziemlich großartig gemacht. Gibt es jetzt zwar nicht direkt in Star Wars, sondern wurde kreiert. Wahrscheinlich von Fans oder so. Aber in Star Wars könnte man auch mal sowas tragen. Ja, das war's mit meinen Top 5 Lichtschwertern. Ich hoffe, es hat euch gefallen und freut euch auf das 1000 Abonnenten Special.